Angefangen hat das alles so ungefähr mit 13, 14, glaube ich. Also ich habe schon immer sehr viel gebastelt und gemalt und Sachen gemacht, Sachen selbst gemacht, weil meine Familie eigentlich auch sehr kreativ ist. Und ich bin auf Usedom aufgewachsen und da gab es jetzt nicht so viel Modegeschäfte. So mit 13, 14 fängt man ja doch langsam an, sich irgendwie dafür zu interessieren. Und dann habe ich auch schon immer irgendwie so ein Faible für Vintage-Sachen gehabt, also für alte Sachen einfach aus den 70er Jahren oder so. Und wenn man da mal was bekommen hat in der großen Stadt außerhalb, dann hat das natürlich auch nicht immer gepasst und man musste sich das irgendwie so ein bisschen passend machen. Also den Rock vielleicht ein bisschen enger nähen oder die Hose eben kürzen und so hat das alles angefangen. Also ich habe dann angefangen, Sachen für mich selber zu nähen auch. Und das fanden dann Freunde irgendwie cool und das kam dann irgendwie so, dass die dann ankamen, ob ich nicht für die auch mal irgendwas machen kann. Also die erste Zeit habe ich tatsächlich noch auf dieser alten Nähmaschine von meiner, weiß ich nicht, Uroma, glaube ich, genäht. Das war noch so eine zum Treten. Ganz schlimm und eigentlich war das auch so ein Erbstück in der Familie und meine Mutter hat immer so ein bisschen Panik bekommen, wenn ich daran irgendwie gearbeitet habe und hat mir dann eine gekauft. Da war ich, glaube ich, 14. Und das war dann natürlich meine erste Nähmaschine und dann ging es eigentlich los. Also dann habe ich Taschen genäht und habe für Freunde genäht und habe das irgendwie immer nebenbei so ein bisschen gemacht und habe dann irgendwann angefangen, als ich älter war und es auf einmal da Wander gab. Da kam auch diese große Handmade-Welle einfach auf und die Leute haben sich dafür sehr interessiert. Da habe ich angefangen, das zu verkaufen, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Also ich wollte einfach gucken, bei Freunden kam das immer gut an, bei den Geschenken kam das immer gut an und dann wollte ich mal gucken, wie das so bei anderen ankommt. Und das lief ganz gut. Ja. Und dann bin ich quasi über den Online-Verkauf irgendwann hier gelandet. Also ich habe dann angefangen, vor einem Jahr circa so auf Märkte zu fahren, aber sehr regional, also eben in Rostock und auch mal in Greifswald oder so. Und dann stieg halt die Nachfrage in Rostock auch. Also die Leute kamen dann zu mir nach Hause und wollten irgendwas anprobieren oder wollten sich Stoffe aussuchen. Und da kam dann so zum ersten Mal die Idee, okay, das zu Hause zu machen ist irgendwie auch immer ein bisschen komisch. Wäre schon cool, wenn man irgendwie einen Laden hätte. So. Und dann habe ich angefangen zu suchen, habe einen gefunden und genau, jetzt bin ich hier. Nähen für mich bedeutet, dass ich die Sachen eben so machen kann, dass sie mir passen und gefallen. Also wenn ich eine Tasche für meine Kamera möchte, dann ist es halt schwer, irgendwie für mich in den Laden zu gehen, eine zu finden, die mir vom Muster her gefällt und von der Größe, die dann irgendwie nicht zu groß ist und nicht zu klein ist. Und dann setze ich mich hin und mache das eben so, wie ich das gern haben möchte. Also am liebsten arbeite ich halt so mit alten Stoffen, die eben irgendwie schon mal ein Vorleben hatten, sei es als Bettwäsche oder Vorhänge, weil ich irgendwie die Idee ganz schön finde, dass das einfach wieder zu verwerten. Ne? Also das nicht wegzuwerfen, so, sondern dem irgendwie wieder einen neuen Sinn zu geben, als Tasche zum Beispiel oder eben auch als Lätzchen oder so. Und das macht die Stoffe sind natürlich sehr besonders. Also die kann ich eben nicht einfach im Laden kaufen und nicht jeder kann daraus irgendwie eine Tasche nähen, weil die gibt es natürlich nur noch sehr, sehr selten. Also dann liegen die erstmal im Regal und ich weiß meistens ganz lange nicht, was ich damit mache. Und irgendwann will ich halt eine Tasche nähen und dann sehe ich den Stoff und dann wird es halt auf einmal eine Tasche. Also meistens weiß ich, wenn ich den Stoff jetzt irgendwie irgendwo finde, weiß ich noch nicht, was es wird. Manchmal sind es halt auch einfach die Kunden, die dann kommen und sagen, das ist der perfekte Stoff irgendwie für einen Rock oder so. Und dann wird es halt ein Rock. Ja.
Also bei mir bekommt man eigentlich Unikate und Kleinserien, also eben Sachen, die es eigentlich nur einmal gibt, so, weil sie natürlich selbst gemacht sind und irgendwie jedes auch so ein bisschen anders aussieht. Und es ist so eine bunte Mischung aus, aus selbstgemachten und Vintage-Sachen. Vintage bedeutet, dass die Sachen eben älter als 30 Jahre sind, also meistens so aus den 60er, 70er Jahren. Und das sind halt eben besondere Fundstücke, wie zum Beispiel Taschen oder auch Schuhe oder Kleidung, natürlich Kleider, die ich irgendwie ja meistens wieder aufgearbeitet habe. Das heißt, irgendwie da war eine Naht nicht in Ordnung oder so. Und dann mache ich, oder die Reißverschlüsse mache ich dann eben wieder heil und dann kann man das halt wieder benutzen und tragen. Also weil ich das halt für mich selbst eben auch, also ich mag total gern so Vintage-Kleidung tragen und deswegen habe ich das hier irgendwie auch mit reingenommen, weil das ja auch, also ich finde, das passt auch ganz gut zusammen, wenn die Sachen, die ich herstelle, ja eben auch aus alten Stoffen sind und dann funktioniert das ganz gut. Also ich finde einfach, dass es halt was Individuelles ist und dass man sich da selbst auch drin wiederfindet, dass man sich selber auch Anregungen holen kann und das gefällt mir an den ganzen Sachen. Ja, das mit den Anregungen, da stimme ich ihr echt zu. So, gerade die Taschen finde ich halt total zucker mit den ganzen Bettlaken-Motiven von früher halt aus der DDR und auch diese Vintage-Sachen, die sie anbietet, finde ich großartig. So. Und das findet ja, in Rostock findet man sowas ja gar nicht. Ne? Und deswegen finde ich das echt schön, mal so einen Laden zu haben, wo man dann auch mal wieder sowas finden kann. Und nicht extra nach Berlin fahren muss, um irgendwie, ne? Ja, mal so die Richtung, weil ich halt es auch gerne ein bisschen extravaganter mag. So. Mhm. Genau. Und die Stoffe sind toll. Wo hast du diese Stoffe her?